Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr da gedacht habt einzuschalten. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rundchen Paladins hier auf eurem Kanal für High Quality Gameplay. Wir spielen Drogos, wie sich gewünscht wurde. Und mit dabei ist heute Flatox. Moin Moin. Hallo. Das ist irgendwie übel komisch, diese zu machen. Ja, da kommen wir noch hinter. Also wir spielen Schussfeuer, dass wir mehr Schaden in der direkten Dings machen. Und ich habe hier irgendwie nur komische Decks, wo ich nicht weiß, was die können. Ich will einfach irgendwas aus. Ach, das kann ich. Das ist bei mir auch immer so. Oh. Die klingen cool und dann... Oh, ja, was kann das machen? Ach, was weiß ich, nehm's. Sieht cool aus. So. Oh, wir sind mal auf der anderen Seite. Warte. Direkt Salve. Batz und... Ah, ganz gut getroffen. Oh, hab ihn. Oh, fuck, hier ist Lex. Oh, danke. Hier. Nein. Hilfe! Ah, ich habe überlebt. Nice. Also irgendwie schießt niemand auf mich. Ja, die sind hier hinter uns. Ah, okay. Also die haben das gemacht, was ich gemacht habe. Das kann gut sein. Was dem Flankierer so tun. So. Okay, Barak hat sein Schild verwendet und steht da hinten. Bringt ihm sehr viel. Warte, kotzen. Und bam. Oh gut, das war jetzt nicht so krass. Wie... Spuckst sie einfach an, also echt. Das ist wirklich nicht nett. Aber die sind ja auch böse. Oh, den habe ich schon erwischt. Oh, das stimmt ja eigentlich. Aua. Ich glaube, der Victor hat die Granate direkt in mein Gesicht geworfen, dass sie dort geplatzt. Oh, hier ist Lex. Oh. Ah, nicht getroffen, leider. Ich habe auch schon länger nicht mehr Drogos gespielt. Das ist jedes Mal so. Hatte die Champions immer schon länger nicht gespielt. Oh, ich bin tot. Das war ein bisschen doof. Ja. Also ich glaube, bei Drogos ist es am einfachsten, in den Gegner reinzufliegen und dann zu schießen. Das verfehlt mir auch nicht. Stimmt eigentlich. Sonst habe ich das so manchen beobachtet. Stimmt eigentlich. Ist relativ aggressiv spielen mit dem. Das Komische ist, der darf's halt. Ja. Oh, die Seraph ist tot. Schade. Oh nein. Komm her jetzt. Als ob ich der... Hab den Last Hit an mich genommen. Keine Sorge, ich pass gut drauf auf. Na, du kriegst dafür ja auch Credits, ist ja gut. Ja gut, das stimmt, ja. Oh, hier ist hinter uns der gute Genos. Moin moin. So, ich habe eine Ulti auch jetzt. Die habe ich auch. Wollen wir unsere kombinieren? Weil dann sehen die dich nicht kommen. Sag einfach nur Bescheid, dann zünde ich meine. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen die gerade gar nicht. Ja, das sieht wirklich nicht danach aus. Also Lex hat die Luft exekutiert. Ich hab's gesehen, sah richtig nice aus. So, das Barrick, der kriegt auch ein bisschen was ab. Och nee. Ja, ich bin tot vom Androxus. Aber dann hat er wenigstens ein Ulti. Ich glaube, wir pushen das gerade durch. Ja, das passt alles. Das sollte alles passen. Aua. Aua. Barak hat mich erwischt. Nee, nicht mal. Ich verstehe das voll nicht. Da unten steht bei mir gerade Barak und Androxus, obwohl eigentlich Lex mich getötet hat. Ja, das ist manchmal echt komisch. Da sind dann auch in der Deathcam so andere Leute und so, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ist echt seltsam so. Ja. Was haben die überhaupt? Iris Bugs. Ja, das Spiel funktioniert so gut. Lex auf flinke Hände ist auch jedenfalls eine gute Variante. Und Moralschub Barak ist auch super. Naja, also ehrlich gesagt, ich nehme sehr gerne Moralschub bei Barak. Gut, zumindest im, ich weiß gar nicht, wie der Modus heißt, da wo man eigentlich nur auf dem Punkt stehen muss, um halt Punkte zu bekommen. Offensive? Ich glaube schon. Da ist es ganz cool mit Barak einfach die Ulti zu haben, weil dann setzt du die hin und da kommt keiner mehr auf den Punkt. Ja gut, stimmt, dann macht das auch Sinn. Oh, ich nehme mal Heise mit. Auch falls ihr es vielleicht schon gesehen habt, Saris ist auch hier in der Gruppe mit dabei, ist ein Kollege von Flatox. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, halt gut. Kann mich nicht beschweren. Deshalb habe ich noch sehr gerne dabei. So, hallo Jenas. Aber wo ist denn der Androxus? Ach, da ist er. Oh, hallo. Victor. Ich nutze einfach nur meine Ulti. Oh, den hole ich einfach kurz mal. Eigentlich war das richtig dumm, hier die Ulti einzusetzen, weil ich hätte den genauso. Das ist ein Ulti, den man nicht verwendet, bringt ja nichts. Ja, kann man ja mal verwenden. So. Ich glaube, so wertvoll ist die in diesem Game nicht. Nee. So, das ist halt auch ganz cool, weil
Anders als in Overwatch sind halt ein Paladins die Ultis einfach starke Fähigkeiten. Und Overwatch können sie halt das ganze Spiel umdrehen. Ja, ja. Deshalb finde ich sie hier wirklich angenehmer. Ja, hier kann man die einfach mal so ohne Bedenken einsetzen. Genau. Und wenn man sie verschwendet, ist es auch nicht so schlimm. Und man wird halt nicht durch eine komplett gewiped. Also vielleicht so eine Ceres und ein Yunus kombinieren ihre Ulti. Ah ja, apropos, ich muss mal Wombo-Combo-Videos machen, Leute. Habe ich immer noch nicht gemacht. Naja, aber alles kommt mit der Zeit. Die Challenges sind ja auch ganz lustig. Finde ich. Ja, das stimmt. Die geben auch schon eine Abwechslung ins Ganze. Ich finde also das schon in einer normalen. Ja, ich stimme da gerne auf jeden Fall zu, weil so eine normale Paladins-Runde variiert leider nicht so sehr. Ja. Das ist ja cool, so ein Challenge-Position zu sehen. Das sollte ich auch irgendwann mal machen. Vielleicht können wir mal einen zusammen machen. Das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Müssen wir. Vielleicht habt ihr ja Challenges, die man zusammen machen kann, Leute. Ah, Genos. Oh, fuck. Also, falls irgendjemand was weiß, kann er mal unten reinschreiben. Das wäre bestimmt ganz lustig. Ich mag es, eine Ceres im Team zu haben. Ja, die man haut ab, weil man gerade fast tot ist und plötzlich ist man full life. Oh, jetzt ist er down. Gerade wo du sagst. Ah. Ich glaube, unser ganzes Team ist gerade dem ja. Sturm. Ja, gut, alleine kann die Ceres auch nicht so viel machen. Aber Ceres ist ein echt starker Heal. Das ist schon krass. Ja, oder Fury, ja, gut, das sind Schwestern, aber. Ja, das liegt in der Familie, glaube ich. Ja. Ja, genau. Oh, schade. Aber Drogas ist echt stark. Ja, das ist komisch. Du two-hittest eigentlich jeden Squishy. Ja. Ich merke halt auch schon so, ich kann ihn gerade echt nicht so gut, aber man kann schon so ein bisschen was reißen, auf jeden Fall. Wenn man den noch ein bisschen üben würde, ein bisschen treffsicher wäre. Und wenn man leicht verfehlt, trifft man ja auch. Ja, das stimmt. Es wird aufhören, immer verschiedene Gene gleichzeitig anzugreifen. So mehrere auf einmal, meinst du? Ja, weil dann schießen alle weiterhin auf dich. Oh, greift euch, trefft nicht, Alter. Oh, ich krieg gar keine Kills, Mann. Oh, keine Sorge, die nehme ich. Ah, dann ist ja gut. Wir arbeiten da zusammen. Du machst einen Schaden, ich finishe sie. So, ja, geil. 4-0. Easy Runde, Leute. Ja, dann schau gerne bei Flatox vorbei. Irgendwo verlinkt. Wo bist du verlinkt? In der Beschreibung? Wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Ja, irgendwo, ihr werdet es schon finden. Und ja, dann würde ich sagen, was ist jetzt von dran gedacht? Traumt, das ist eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, mach's gut, Leute. Und ciao, ciao. Tschüss.